Schönen guten Morgen zusammen. Ich darf Sie begrüßen zu unserer dritten Einheit im Rahmen der Veranstaltung BGBAT Einführung in die Fallbearbeitung. Wir setzen heute thematisch fort mit dem Vertrag und seinem Zustandekommen und werden zwei Fälle bearbeiten. Sie dürften gemerkt haben, der erste Sachverhalt ist im Vergleich zu dem, was wir am Montag bearbeitet haben, etwas länger geworden. Es ist etwas mehr Sachverhalt, der Ihnen jetzt zur Verfügung steht, auch für die Frage der Subsumption, wohingegen der zweite Sachverhalt sehr kurz ist und auch sehr plastisch ist. Wir haben dazu noch ein Foto hinzugefügt, was mehr oder weniger aber nicht notwendig gewesen wäre, glaube ich, sondern eher anekdotischen Charakter hat. Nämlich deshalb, weil der Fall, den wir als zweiten heute besprechen werden, eine alte BGH-Entscheidung ist, die zu den bekanntesten Entscheidungen mit aus dem Bereich des BGBAT gehört. Sie läuft damals unter der schönen Bezeichnung mit der Originallocation Hamburger Parkplatzfall. Und wenn Sie mal in Hamburg sind, dann sollten Sie sich vielleicht das vergegenwärtigen. Es ist damals ein Parkplatz gewesen, der unmittelbar neben dem Hamburger Rathaus ist. Ja, also da ist heute das Kunstforum, da ist der Parkplatz als solcher nicht mehr vorhanden. Aber es gibt einen solchen Parkplatz, wo das Setting stattfindet. Das hatte mir im letzten Jahr ein Mitarbeiter gesagt, der aus Dresden kommt, dass es in der Dresdner Innenstadt einen solchen Parkplatz noch gibt. Und deshalb haben wir unseren Fall mit dem Bild untermalt, mit dem Setting, was Sie dort in Dresden finden würden. Also der Fall hat jetzt nichts Antiquiertes, sondern er könnte auch noch in der heutigen Zeit spielen. Bevor wir zu dem Fall 2 kommen, fangen wir an mit unserem ersten Fall. Vertragsschluss bei eBay haben wir den genannt. Und haben dort einen Sachverhalt zum ersten Mal, der sich auf zwei Seiten verteilt. Ich hatte Sie gebeten darum, dass Sie den Sachverhalt etwas vorbereiten, dass Sie auch für sich selber schon mal dieses assoziative Lesen mit dem Sachverhalt betreiben. Und würde Sie einfach nur mal kurz um ein Feedback fragen, wer von Ihnen hat das gemacht selbstständig? Das ist sehr erfreulich. Dann können wir in die Analyse des Sachverhalts einsteigen. Das geht los mit K. schaut leidenschaftlich gerne die Serie Game of Thrones. Er hat gehört, dass es eine neue DVD-Box gibt, die alle Staffeln zusammenfasst und in einer schönen Kiste ausgeliefert werden soll. Was haben Sie sich hier bereits hervorgehoben? Darauf wird es hinauslaufen, ja? Das habe ich akustisch nicht verstanden wegen der Maske, tut mir leid. Ja, also er möchte auch das Gleiche, er möchte die Kiste erwerben. Ja, das nehmen Sie dem Sachverhalt weg. Wenn Sie an den Erwerb denken, denken Sie rechtlich transferiert wieder an den Kaufvertrag. Also insofern können Sie jetzt schon den Sachverhalt weiter darauf abspüren, ob Sie nähere Informationen zum Kaufvertrag finden. Und das Erste, was Sie schon mitnehmen können aus diesem Satz 1, ist, dass wir daran denken, immer beim Kaufvertrag brauchen wir für die Willenserklärung, mit denen er zustande kommt, essentialia negotii, also die wesentlichen, den Vertrag konstituierenden inhaltlichen Bestandteile der Willenserklärung. Und beim Kaufvertrag, hatten wir gesagt, sind das drei. Das sind die Kaufvertragsparteien, das ist der Kaufgegenstand und das ist der Kaufpreis. Was haben wir als Angabe bereits in diesem ersten Satz? Wir haben den Kaufgegenstand, nämlich genau diese neue DVD-Box und wir haben noch eine halbe Angabe, das nehme ich Ihnen jetzt vielleicht gerade weg. Genau, eine halbe Angabe zur Partei, nämlich unseren Kaufinteressenten K. Ja. Es geht im Sachverhalt weiter, nur mit der kurzen Klarstellung. Er möchte diese Box haben, also nochmal die Bestätigung unseres Erwerbsinteresses. Daher macht sich K. im Internet auf die Suche und wird bei eBay fündig. Was haben Sie sich daran notiert? Ja.
Genau, also das Erste ist natürlich, was ins Auge sticht, es geht um eine Online-Plattform, die die meisten von Ihnen kennen. Wer von Ihnen hat schon mal was über eBay gekauft oder verkauft? Das sind, glaube ich, fast alle. Ja. Die anderen, die es nicht jetzt gesagt, sich nicht gemeldet haben, dürften aber mit dem System auch weitgehend vertraut sein. Ja, der Werbespruch 321 meins oder deins, weiß ich nicht mehr, wie der war, ist, glaube ich, sehr klar und eingängig. Die erste Frage, die wir uns stellen können, ist, kann ich auch im Internet einen Kaufvertrag schließen? Das einfach mal so ganz abstrakt. Es gab mal die schöne Frage, muss ich, um einen Kaufvertrag zu schließen, brauchen wir eine Einigung, wissen wir, die wir durch konstituierende Willenserklärung haben, braucht das irgendwie einen näheren Formalakt, also zum Beispiel, was so gemeinhin immer gilt, so als Handschlag, braucht es einen solchen Formalakt dafür? Bitte. Ist der Mausklick für Sie jetzt ein besonderer Formalakt? Nee, damit wirkt man natürlich etwas. Das ist dann elektronisch, aber der Mausklick ist die hier in Ihrem Mund, weil Sie sehen, das bewirkt wird. Bei mir noch nicht. Also bei Herrn Oetker können Sie das durchaus besprochen haben. Das ist mit Sicherheit richtig. Also Ihre Aussage darf ich dahingehend verstehen, dass Sie sagen, im Internet ist der Vertragsschluss möglich. Ja? Natürlich müssen wir dafür die gewisse elektronische, für das Internet, also den Internetverkehr, typische Eingabeform nutzen. Ja, ich kann jetzt nicht versuchen, mal dem Computer meine Hand zu geben und am Bildschirm so zu rütteln. Das wird nicht funktionieren. Das heißt also, Sie können natürlich, wenn Sie mit Ihrer Kollegin, die neben Ihnen sitzt, einen Vertrag schließen wollen über das Internet, dann können Sie das so machen. Sie können eine E-Mail schreiben, dort das Angebot reinschreiben und sie kann antworten und ihr Angebot annehmen. Dann haben wir einen Vertragsschluss über das Internet, genauso mit unseren BGB-Regeln, wie wir sie kennen, Antrag und Annahme. Das Einzige, wo das nicht geht, ist dann, wenn wir besondere Formvorschriften haben. Wenn Sie zum Beispiel einmal reinschauen in den Paragraphen 126 BGB, da finden wir dann im Absatz 2 etwas über die Form bei einem Vertrag, die Schriftform. Bei einem Vertrag muss die Unterzeichnung der Parteien auf derselben Urkunde erfolgen. Was ist die Unterzeichnung? Das erklärt uns dann Absatz 1. Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden. Das können Sie mit einer E-Mail nicht tun. Eigenhändig mit Namensunterschrift. Das klappt nicht. Aber Sie sehen auch schon an einer einleitenden Formulierung, das Ganze gilt nicht immer, sondern es heißt ab Einleitung von Satz 1, ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben. Jetzt können wir uns nur fragen, ist für die Einigung zu einem Kaufvertrag die schriftliche Form vorgeschrieben? Das können Sie sich schon rein logisch beantworten. Die größte Zahl von Kaufverträgen wird ja mündlich geschlossen, ja, wenn Sie morgens zum Bäcker gehen und sich ein Brötchen kaufen. Da gibt es keine Unterschrift, aber brauche ich sie, ist doch die Frage. Gibt es eine gesetzliche Regelung, die mir vorschreibt, für einen Kaufvertrag brauchen wir immer die Schriftform? Nein, gibt es nicht. Denn unser Prinzip im Zivilrecht fängt an, ausgehend von der Privatautonomie, dass ich meinen privatautonom gebildeten Willen erklären kann, grundsätzlich einmal in der von mir gewählten Form. Und die Form, das Gesetz schreibt sie nur an bestimmten Stellen vor, wenn es um bestimmte Güter zum Beispiel geht. Ein Beispiel, was Sie sich vorstellen können, ist der Paragraph 311b. Und dort der Absatz 1. Da heißt es unter der Überschrift Verträge über Grundstücke, das ist der Teil, der uns interessiert,
Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben. Also wenn ein Grundstück zum Beispiel Gegenstand eines Kaufvertrags ist, bedarf der notariellen Beurkundung, also dieser Vertrag. Ja, da haben wir dann eine Formvorgabe, die sogar noch strenger ist als die Schriftform. Ansonsten für DVD-Boxen keine Form vorgesehen. Also es gibt verschiedene Sachen. Es gibt einmal die Situation, wenn Sie es nur einscannen, dann ist es ja nicht eigenhändig unterschrieben, das Dokument. Das ist beim alten, das kennen Sie wahrscheinlich gar nicht mehr, das Fax ist so der Klassiker. Ja. Da ist es ja nicht eigenhändig unterschrieben, sondern Sie unterschreiben ja auf dem Dokument, was bei Ihnen als Faxabsender verbleibt und der andere kriegt quasi nur eine Kopie, die erstellt wird. Das, was ankommt bei dem anderen, ist aber nicht eigenhändig von Ihnen unterschrieben. Dann kommen Sie in den Grenzbereich. Ja, was Sie aber haben, ist noch, und das ist das andere, was Sie angesprochen haben ursprünglich, was ist bei dieser elektronischen Zertifizierung? Da sprechen wir dann von einer elektronischen Signatur. Und da gibt es dann eine gesonderte gesetzliche Regelung, wann eine elektronische Signatur einer eigenhändigen Unterschrift gleichsteht, ausnahmsweise mal. Das ist vor allem relevant im Verwaltungsverfahren, das ist aber auch relevant teilweise in den Verfahrensordnungen. Im materiellen Zivilrecht spielt das so gut wie keine Rolle. Was wir haben noch, und das ist manchmal so ein Gedanke neben der Schriftform, ist, und da sind Sie bei Ihrem Punkt, 126a BGB. Auch da haben wir eine Formvorschrift. Und Sie sehen, immer dort, wo eine Gesetzesbezeichnung, eine Paragraphennorm, mit einem Buchstaben danach versehen ist, sehen Sie, dass die in der ursprünglichen Nummerierung mal nicht vorhanden war. Also ist nachträglich als Reaktion des Gesetzgebers auf eine neuere Entwicklung eingefügt worden. 126a soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form durch die elektronische Form ersetzt werden. Und jetzt wird uns beschrieben, was die elektronische Form ist. So muss der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen. Das ist das, was Sie gerade meinten. Und das elektronische Dokument mit, und jetzt kommt das dazu, einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Und das ist die nach der gesonderten gesetzlichen Regelung. Das Entscheidende um 126a ist, dass da ein und steht. Sie müssen es hinzufügen und es muss elektronisch signiert sein. Nur dann steht es der Schriftform gleich. Für uns spielt das allerdings in unserem Fall, weil wir Formfreiheit haben, keine Rolle. Das ist das Erste. Das heißt also, wir können auch im Internet formfrei einen Vertrag schließen. Mittels Willenserklärung, 145, Antrag und Annahme. Jetzt steht noch im Sachverhalt drin, dass das Ganze bei eBay stattfindet. Und jetzt könnten Sie noch auf eine andere Idee kommen, wie der Vertrag zustande kommen könnte. Hat das jemand von Ihnen gesehen? Wie bezeichnet eBay sich denn selber? Als Auktionsplattform. Und auf welchen Gedanken könnten Sie dann kommen? Bei Auktionsplattform ist es ja so, dass schon mit dem Reinstecken einer Sache, dass man sich damit, also dass man damit schon den Rechtfertigungswillen ausdrückt, also dass man sozusagen schon einen Antrag gestellt hat. Könnte, wenn es darauf ankommt. Funktioniert denn so eine Plattform wie eBay nicht ganz anders? Die sagen ja selber, wir führen eine Auktion durch. Also wenn wir es übersetzen, wäre das quasi eine Art Versteigerung. Ja, im Prinzip schon, aber das Angebot entsteht dort ja auch erst nach Zeitablauf. Also die jeweiligen Höchstgebote überbieten die entstandenen Gebote und das Angebot als solches entsteht. Aber das ist doch eine klassische Versteigerung. Nein. Ich würde sagen, dass es eigentlich eine Imitatorart Verwendung ist und dass es halt
Ja, Sie bleiben alle gerade noch bei Ihrem herkömmlichen System. Die Frage, kommt ein Vertrag zustande und Sie sagen alle, klar, wenn wir zwei inhaltlich übereinstimmende Willenserklärungen haben. Aber es gibt noch ein alternatives System, wie ein Vertrag zustande kommen kann. Das ist jetzt dieser Hammerzuschlag ist ein sehr bildliches, eine sehr klare bildliche Vorstellung, ja? Aber das also steht irgendwie so im Gesetz, dass der das dadurch beschließt. Und bei eBay ist es ja so, dass es die Zeit beschließt, die keine Person. Wo steht es denn? Das weiß ich nicht. Was machen Sie denn? Wir versuchen uns dem zu nähern. Sie haben einen Gesetzestext dabei. Sie sagen gerade, Sie wissen nicht, wo es steht. Das kann ja auch mal in der Klausur vorkommen, dass man also so einen Gedanken hat und sagt, Mensch, wie komme ich jetzt dahin? Ja, 156, da will ich hin. Für mich noch die Frage ist, wenn ich in der Klausur genau das, was er gerade gesagt hatte, die Situation habe, ich weiß irgendwo im Hinterkopf, da gibt es irgendwas, aber ich weiß nicht, wie ich dahin komme. Irgendwo steht's, aber können Sie natürlich anfangen, das BGB gesamt durchzublättern? Ja, Sie können ins Sachverzeichnis gucken, das ist zulässig immer. Ja. Wird spöttisch manchmal so ein bisschen als Idiotenwiese verschrien. Das ist absolut zulässig. Ja. Also verstehen Sie die Überspitzung gerade bitte nicht falsch. Natürlich können Sie da schauen. Unter was würden Sie schauen? Versteigerung. Versteigerung meinen Sie. Und wenn Sie auf der Versteigerung schauen, dann finden Sie da was? Im Sachverzeichnis? Ja. Genau, ja, weil Sie wissen, es geht um den Vertragsschluss, also gehen Sie dann in den 156. Das wäre quasi der Weg über das Sachverzeichnis. Ansonsten wissen Sie ja auch, und das versuchen wir ein bisschen zu schulen, Ihre Arbeit mit dem Gesetz. Was wollen Sie? Sie suchen nach einer Norm, bei der es darum geht, wie kommt ein Vertrag zustande? Jetzt können Sie sich an der Systematik des Gesetzes orientieren. Sie können in der Inhaltsübersicht schauen oder Sie gehen dahin, wo der Vertragsschluss als solcher geregelt ist, nämlich die vertragskonstituierenden Elemente. Und das sind die 145 folgende. Und wenn Sie innerhalb dieses Titels, der überschrieben ist mit Vertrag, was gemeint ist, das heißt Vertragsschluss, dann kommen Sie relativ schnell, das sind 12 Vorschriften, und da kommen Sie dann relativ schnell hin, dass Sie sagen, aha, 156 Vertragsschluss bei Versteigerung. Sie brauchen immer, und das finde ich gut, dass Sie das sagen, ich habe da was gehört und es klingelt eine Glocke, aber ich komme nicht ganz zur Lösung. Wir brauchen diese Wege, ja, dass Sie verstehen, wie Sie diese Wege finden. Der Weg über das Stichwortverzeichnis ist das eine. Schöner ist es natürlich, wenn Sie den Weg über die Gesetzessystematik gehen, weil Sie damit nochmal dann mehr verstehen. Ja. Wir landen beim 156, wir schauen rein, was steht drin. Der heißt als Überschrift Vertragsschluss bei Versteigerung. Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag erst durch den Zuschlag zustande. Das ist der Satz 1. Das heißt für uns lang gelesen, wenn wir es ergänzen wollen systematisch, heißt es, bei einer Versteigerung kommt der Vertrag nicht zustande durch Antrag und Annahme, sondern durch den Zuschlag. Das ist, so können wir die Norm auch lesen. Ist das unsere Situation? Wie viele Personen setzt denn der 156 voraus? Bei Antrag und Annahme haben Sie zwei benötigt. Einen Antragenden, einen Annehmenden. Bei der Versteigerung 156 bräuchten Sie wie viele? Ich würde sagen, Sie brauchen eine andere Zahl. Sie brauchen mindestens drei. Wen? Der
also ein Gebot abgibt. Ja. Ja, ein Auktionator, der den Zuschlag erteilt. Und, jetzt brauchen Sie noch einen dritten. Ich dachte, den hatten wir schon. Der die Versteigerung initiiert hat, also dessen Gut angeboten wird. Ja. Deshalb bräuchten wir drei. Jetzt ist die Frage, ist eBay bei uns der dritte? Also der, der den Zuschlag erteilt. Und dafür müssten wir kurz klären, was ist denn der Zuschlag? Also hier erfolgt der Zuschlag ja automatisch. Also ist es schon durch E-Mail entstanden? Also erhält er eine automatisierte Benachrichtigung? Ja, kommen wir im Sachverhalt noch dazu. Ich würde gerne einmal klären, abstrakt, was heißt denn dieser Zuschlag? Ein Kollege hatte oben schon gesagt, naja, Zuschlag ist, wenn derjenige, der versteigert, mit dem Hammer zuschlägt. Ja, das ist das bildlich. Aber was ist das rechtlich? Sie wissen jetzt, das ist 156 Satz 1. Damit soll der Kaufvertrag zustande kommen. Aber das ist die Rechtsfolge. Was ist die Rechtsnatur dieses Zuschlags? Ist das ein reiner Realakt, so als wenn ich auf den Tisch haue? Ja, Sie beschreiben das jetzt, aber wir sind noch nicht bei der Rechtsnatur. Das versuchen wir gerade zu klären, ob es das sein kann. Und dann müssten Sie sagen, ist der Zuschlag was? Aber was ist die Rechtsnatur? Was kennen Sie an Rechtsnatur von Handlungen? Das ist keine Rechtsnatur einer Handlung. Der Kollege hinter Ihnen? Ja, das ist keine Willenserklärung. Ich glaube, ein Zuschlag ist eine Willenserklärung. Was kennen Sie denn noch? Sie kennen die Willenserklärung, Sie kennen? Genau, also Sie kennen den Realakt, die rechtsgeschäftsähnliche Handlung und das Rechtsgeschäft, in dem Fall die Willenserklärung. So. Wodurch unterscheiden die sich? Also eine Willenserklärung ist auch explizit auf zur willentliche Äußerung, die auf eine Rechtsfolge gerichtet ist. Und warum tritt die Rechtsfolge ein? Dann machen wir es noch deutlicher. Ja. Bei der Willenserklärung tritt die Rechtsfolge ein, weil sie gewollt ist. Also die Rechtsfolge ist vom Willen mit umfasst. Wie sieht es bei der rechtsgeschäftsähnlichen Handlung aus? Das ist dann ein kleiner Unterschied. Ja, ist der Wille nicht vorausgesetzt. Welcher Wille? Ja, genau. Deshalb der kleine, aber feine Unterschied ist, dass bei der rechtsgeschäftsähnlichen Handlung die Rechtsfolge eintritt, unabhängig davon, ob sie gewollt ist. Es reicht uns aus, dass die Handlung eine gewollte ist. Und der Realakt erfolgt ohne Willen, rechtsgeschäftlich oder rechtserheblich zu handeln. Das ist völlig egal. Ja. Was haben wir jetzt hier bei dem Zuschlag? Was soll der Zuschlag bewirken, haben wir gesagt? Einen Vertrag zwischen dem Bietenden und dem Veräußerer. Was heißt das? Wir wollen durch die Handlung eine Rechtsfolge auslösen. Und dementsprechend ist dann der Zuschlag was von seiner Natur her? Jetzt haben wir die drei Kategorien aufgemacht und müssen zuordnen. Ja, es ist eine Willenserklärung. Ja, der Zuschlag ist eine Willenserklärung des Dritten, des Versteigerers. Und jetzt können wir uns fragen, gibt eBay, und das ist die Frage, die wir anhand des weiteren Sachverhalts gleich klären müssen im Rahmen der Subsumption, gibt eBay in unserem Vorgang eine Willenserklärung ab? Das ist unsere Frage.
Haben Sie Fragen bis jetzt noch dazu zur Analyse vom Sachverhalt? Wenn das nicht der Fall ist, schauen wir weiter. V, der erst 5 Verkäufe seit Beginn seiner 2-jährigen Mitgliedschaft auf eBay getätigt hat, bietet dort eine entsprechende DVD-Box an. Was entnehmen Sie daraus? Da haben wir eben V die zweite Transaktion. Ja. Sehr schön. Also wir können sogar etwas mehr über diese Person sagen. Sie ist potenziell Partner des Kaufvertrags, sogar potenziell die Rolle des Verkäufers. Und wir können sie noch einordnen. Wir wissen, es gibt aus dem personenrechtlichen Abschnitt im BGB, also vorne in den Paragraphen 13 und 14, die Unterteilung, ob jemand Verbraucher oder Unternehmer ist. Das ist keine Statusunterteilung, sondern es ist eine Unterteilung, wie sie bei dem jeweiligen Rechtsgeschäft handeln. Ja? Sie können auch jemand sein, der unternehmerisch tätig ist, sobald er beruflich tätig ist, der aber trotzdem, wenn er zu Hause für sich, um seinen Kühlschrank zu befüllen, bei Edeka einkauft, Verbraucher ist. Also kategorisieren Sie bitte Unternehmer, Verbraucher niemals global, sondern immer nur in Bezug auf das konkrete Rechtsgeschäft. Woran erkennen Sie das? Paragraph 13. Es heißt, Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt. Also wir stellen auf dieses konkrete Rechtsgeschäft immer ab. Dieses konkrete Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Gegenpol dazu, der Unternehmer, 14 Absatz 1. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person, ich verkürze etwas, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Auch hier wieder bei Abschluss des konkreten Rechtsgeschäfts. Ja? Und jetzt können Sie sich fragen, was ist hier bei V uns mitgeteilt? Naja, es ist uns nicht mitgeteilt, dass er viele Verkäufe macht, dass er sogenannter Power-Seller dann ist bei eBay, dass er damit seinen Lebensunterhalt bestreiten könnte, denn dafür reichen 5 Verkäufe von irgendwelchen vielleicht DVD-Boxen in der Zeit jedenfalls in 2 Jahren nicht aus. Das ist das Übliche, vielleicht so eine kleine private Betätigung beim Aufräumen des Regals. Also können wir unseren V kategorisieren für unseren Verkauf dieser DVD-Box als Verbraucher im Sinne von Paragraph 13. Und jetzt wird uns näher beschrieben, wie der Handel auf eBay abläuft. Und jetzt denken wir wieder 156 Satz 1, unsere Frage, haben wir einen Zuschlag? Der Handel auf eBay findet in dem Angebotsformat Auktion statt. Auktion leitet sich wieder in den Bereich Versteigerung. Das gibt Ihnen nochmal den Hinweis auf den 156 BGB. Und zwar Auktion in der Weise, dass Personen Gegenstände für eine im Vorhinein bestimmte Dauer auf der Plattform zum Verkauf anbieten. Dabei müssen die Verkäufer, also die potenziellen Verkäufer und Anbietenden, eine Auktionsseite mit einer Beschreibung des angebotenen Artikels erstellen und sodann zur Versteigerung freischalten. Am Kauf interessierte Personen können Gebote abgeben. Der Vertrag kommt mit dem nach Zeitablauf Höchstbietenden zustande. In unserem Fall am 9.12.2020 endet die Angebotsfrist. Haben wir damit, mit dem, was beschrieben ist, eine Versteigerung nach 156 Satz 1 BGB? Ich sage nein, weil eBay da keine eigene Auktion gedachte Handlung vornimmt, sondern eigentlich nur Erfüllungsgehilfe der Willenserklärung des Verkäufers. Ja, die Begrifflichkeit ist ein bisschen ungenau, aber Sie meinen das Richtige. eBay stellt eine Plattform zur Verfügung, die nichts anderes macht, als Verkäufer und Käufer zusammenzuführen. eBay selber gibt aber in dem konkreten Verkaufsvorgang keine eigene Willenserklärung ab, sondern wie erfolgt der Vertragsschluss stattdessen? Wir wissen jetzt bei unserem V,
Er stellt diese DVD-Box ein, damit ist der Kaufgegenstand bestimmt. Der Verkäufer ist bestimmt. Und jetzt haben wir ein paar offene Punkte. Der Käufer ist nicht näher bestimmt und der Preis ist nicht näher bestimmt. Was machen wir mit diesen beiden offenen Punkten? Wenn wir aus dem 156 rausgehen und sagen, es ist keine Versteigerung, dann sind wir wieder bei dem klassischen Modell 145 folgende. Wir brauchen deshalb den Antrag. Der Antrag müsste vollständig sein. Und hier haben wir zwei offene Punkte. Das eine ist der Punkt Käufer und das andere ist der Punkt Kaufpreis. Auf die, ja, und was würden Sie als aufschiebende Bedingung dann im 158 ansehen? Ja, Sie meinen, glaube ich, das Richtige. Die Verknüpfung passt noch nicht. Ist das wirklich eine Bedingung? Eine Bedingung heißt ja, mein Angebot wird nur verbindlich, wenn. Das ist aber eigentlich nicht unsere Formulierung, die hier passt. Lassen Sie mal die Bedingung noch weg. Wir hatten ja gesagt, die Essentialia Negotii müssten grundsätzlich bestimmt sein in den vertragskonstituierenden Willenserklärungen. Es reicht uns ja aber auch ein gewisses Weniger, ein Minus davon. Was reicht uns denn? Es reicht uns anstelle der Bestimmtheit, ja, Sie kommen in eine sprachliche Feinheit. Der Unterschied ist, es muss nicht bereits im Zeitpunkt des Zugangs der Willenserklärung bestimmt sein, sondern es genügt uns, wenn es im Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestimmbar ist. Das macht den Unterschied. Das ist ein Weniger. Wie komme ich denn hier auf die Bestimmbarkeit? In Bezug auf Kaufpreis und in Bezug auf Käufer. Sind die bei Vertragsschluss bestimmbar? Naja, Vertragspartner ist ja der, der am höchsten bietet. Ja, das ist der Höchstbietende. Ist es zulässig, dass ich meinen Vertragspartner damit bestimme, dass ich sage, der Höchstbietende? Das müsste dann eindeutig identifizierbar sein. Ist es das? Ja, ja, das reicht uns. Und das zweite ist jetzt der Kaufpreis. Wie sieht es damit aus? Ist auch bestimmbar, weil der Preis, den der Höchstbietende. Genau. In dem Wort Höchstbietender steckt ja auch schon die entsprechende Beschreibung, die Bestimmbarkeit für den Kaufpreis drin, nämlich der, der am meisten geboten hat. Das ist objektiv messbar. Und dementsprechend haben wir mit der Formulierung des Höchstbietenden eine Bestimmbarkeit in Bezug auf den Käufer und den Kaufpreis. Und das reicht uns an der Stelle aus. Jetzt können wir uns noch fragen, ob bereits dieses Einstellen der DVD-Box bei eBay, ob das ein bindendes Angebot ist, weil wir haben ja jetzt alle Bestandteile, oder ob das lediglich, ähnlich unserer Ausstellung im Schaufenster, lediglich eine Invitatio ad Offerendum vielleicht ist. Also kommt es uns darauf an, ob wir zum Zeitpunkt des Einstellens bei eBay bereits einen Rechtsbindungswillen haben. Sie wissen, das würde ich Ihnen immer raten, schreiben Sie es in der Klausur hin, die Frage, ob ein Rechtsbindungswille vorliegt, ermitteln Sie analog 133, 157 BGB aus objektivem Empfängerhorizont. Also die Frage, wie wirkt dieses Einstellen bei eBay auf Sie als verbindliches Angebot oder nur als Aufforderung, Ihrerseits Angebote abzugeben? Also ich würde es als verbindliches
an die Person verkauft. Genau. Deshalb sagen Sie, es ist ein verbindliches Angebot. Mhm. Und das macht er aber ja bei allen Stellen. Also er legt zwar nicht genau die richtige, also genau eine Person fest, aber er legt schon fest, dass die höchstbietende Person dann direkt die Sache bekommt. Erinnern Sie sich unseren Fall von Montag? Der Fall mit dem Schaufenster und dem Trikot. Warum haben wir gesagt, ist das Ausstellen des Trikots im Schaufenster kein verbindlicher Antrag? Weil was als Gefahr bestand? Genau, wenn er das anbieten würde an alle, die an diesem Schaufenster vorbeigehen, besteht für ihn die Gefahr, dass er mehrere Kaufverträge schließt, nämlich mit jedem, der vorbeigeht und sagt, ja, nehme ich an, und er dann an mehrere Personen leisten muss, obwohl er gegebenenfalls keinen Vorrat mehr hat. Und dann droht ihm eine Schadensersatzpflicht. Deshalb möchte er sich noch nicht binden in dem Moment, wo er es ausstellt, sondern sich selber, nachdem er dann seine Ware gecheckt hat, sagen möchten, jetzt erst möchte ich verkaufen. Also er möchte sich selber das Letztentscheidungsrecht noch vorbehalten. Und deshalb fordert er andere Personen nur auf, dass sie Angebote machen. Ist unsere Situation bei eBay hier vergleichbar? Ist es nur eine Aufforderung? Möchte derjenige, der als Auktionator, dann, also nicht als Auktionator, der als Anbieter der Ware dasteht, möchte der sich das Letztentscheidungsrecht vorbehalten? Man möchte ja nicht, weil erstens stellt er ja eine Sache ein und hat im Endeffekt auch schon so festgelegt, dass nur eine Person diese Sache erschleiern kann. Also hat er nicht das Problem, dass mit der Warenkapazität. Ja, ich spitze die Frage nochmal zu. Droht unserem eBay-Verkäufer die Gefahr, dass er mehrere Kaufverträge schließt? Nein. Nein, die droht ihm nämlich genau nicht. Warum? Weil die Bestimmbarkeit seines Antrags, nämlich der Höchstbietende, nur auf wie viele Personen zutrifft? Auf eine. Auf eine. Ja? Es kann deshalb nur ein Kaufvertrag in der Rechtsfolge zustande kommen. Dann gibt es, glaube ich, irgendeine Regelung dazu, wie das aussieht. Ich weiß nicht, ob es dann der Erstbietende ist noch, wie das aussieht, aber da kenne ich die AGBs nicht genauer. Aber in unserem Fall haben wir das sowieso, zumindest hier, nur einen Höchstbietenden. Und damit können wir sagen, und so macht es auch die herrschende Meinung, das ist nicht lediglich eine Invitatio ad Offerendum, sondern das ist bereits jetzt das Angebot. Jetzt kommen wir wieder im letzten Satz zu unserem K am 7.12., also vor Fristablauf, gibt K jetzt also per Maustick dann das Gebot, Angebot heißt es hier, über 80 Euro ab. Ja, er bietet also, er versucht, der Höchstbietende zu sein. Was steckt in dem Antrag noch drin? Es steckt noch drin die Frist, ja, bis zum 9.12. Das ist also der maßgebliche Zeitraum, innerhalb dessen nur der Höchstbietende ermittelt werden soll. Kann ich eine solche Frist bestimmen? Ja, ich kann meinen Antrag mit einer Annahmefrist versehen. Das sieht ausdrücklich der Paragraph 148 BGB vor, denn dann kann die Annahme nur innerhalb dieser Zeit erfolgen. Schauen wir damit, wie der Sachverhalt weitergeht. Am Folgetag, dem 8.12.2020, trifft K. seinen Freund F., der auch eine solche DVD-Box besitzt. Da er die Serie bereits geschaut hat, einigen K. und F. sich auf den Verkauf dieser DVD-Box zum Preis von 70 Euro. F. gibt dem K. die Box gegen Zahlung des Betrags von 70 Euro sofort mit. Das ist ein bisschen Story am Rand, weil das Einzige, was jetzt für uns spannend wird, ist, K. hat sein Gebot 80 Euro auf eBay abgegeben. Aber er hat eigentlich kein wirtschaftliches Interesse daran,
dass er die Box zweimal hat. Also wird er versuchen, sich irgendwie wieder von diesem Angebot auf eBay zu lösen. Also, im Sachverhalt heißt es dann weiter: Bis zum Ende der Angebotsfrist bleibt K bei eBay Höchstbietender. Als K nach Ablauf der Angebotsfrist eine automatisierte Benachrichtigung erhält, die ihm gratuliert und ihn darauf hinweist, dass er die Auktion gewonnen habe, möchte er mit der Internetversteigerung nichts mehr zu tun haben. Jetzt sind wir an der Situation, die wir aber oben schon antizipiert und abgearbeitet haben rechtlich, weil wir uns gefragt haben, nimmt eBay 156 Satz 1 BGB einen Zuschlag vor? Da haben wir gesagt, nein. Jetzt können wir noch das Ganze komplettieren und können uns sagen, was ist denn jetzt diese automatisierte Benachrichtigung? Das ist keine Willenserklärung. Ja, genau. Es ist eine automatisiert erstellte und wir nennen das dann Wissenserklärung. Warum? Was wird erklärt? Eine Wissenserklärung transportiert nur eine Information von einer Person zur anderen. Das ist wie ein Brief, den Sie einfach schreiben. Und hier wird jetzt offengelegt, dass der Vertrag zustande gekommen ist, mit wem und zu welchem Preis. Und diese Nachricht geht an beide Parteien raus, an den K und an den V. Warum ist es wichtig? Ja. Ja, und warum ist es für V wichtig? Genau. Ihm wird jetzt offengelegt, das, was wir gesagt hatten, früher war es nur bestimmbar und jetzt wird aus der Bestimmbarkeit die Bestimmtheit, weil ihm jetzt mitgeteilt wird, die Person des Käufers und der Kaufpreis. Also, im Sachverhalt heißt es noch, er möchte damit nichts zu tun haben mehr, mit dieser Internetversteigerung. Schließlich habe er mit F ein besseres Geschäft gemacht, also und die DVD-Box günstiger erworben. Er schreibt daraufhin V eine E-Mail, in welcher er ihm mitteilt, dass er nicht davon ausgeht, dass ein Vertrag zustande gekommen sei, da er nur zum Spaß mitgeboten habe. Was machen Sie damit? Wir hatten ja gesagt, Vertrag kommt bei uns zustande, übereinstimmende Willenserklärung. Wir haben bisher klassifiziert das Einstellen der Ware bei eBay als Antrag. Und dann haben wir gesagt, der andere gibt ein Gebot ab. Was ist denn dieses Gebot? Naja, nachdem wir gesagt haben, der Vertrag kommt zustande, müssen wir davon ausgehen, es handelt sich um eine Willenserklärung. Bin ich an diese Willenserklärung gebunden? Grundsätzlich ja. Aber jetzt sagt er ja, er hat ja nur zum Spaß mitgeboten. Ja, ich will behaupten, dass eben nicht, denn erst einmal weiß er diese Willenserklärung des K auch, dass er gegenüber diesem potenziellen Kaufer einen Rechtsbildungswillen hat. Ich will behaupten, da kommt 155 ins Spiel, weil ja dieses aus Spaß mitbieten eigentlich gegen diese Verkehrssitte dann verstößt. Ha, Sie sagen jetzt, das gehört sich nicht. Ja, da haben Sie auch völlig recht, das ist unfair. Ja, das gehört sich nicht, aber 157 Verkehrssitte, Verkehrssitte würde ich immer nur machen, wenn wir nichts Besseres finden im Gesetz. Wie sieht es denn mit Spaß aus im BGB? Ja, der Mangel der Ernstlichkeit. Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in der Erwartung abgegeben wird, der Mangel der Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist nichtig.
Ist das unser Fall? Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie Sie den Sachverhalt sehen. Auf welchen Zeitpunkt stellen Sie denn ab? Wenn Sie den 118 anschauen, dann heißt es doch eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in der Erwartung abgegeben wird, also ein subjektives Element. Auf welchen Zeitpunkt kommt es Ihnen denn an? Am 7. stellt er das, also am 7. macht er sein Gebot. Am 8. kauft er es wann anders, am 9. ist der Fristablauf. Auf welchen Tag stellen Sie ab? Also seine Ernstlichkeit auf den Tag der Abgabe seiner Willenserklärung. Warum? Weil er es da ja ernst gemeint hat. Das ist jetzt die Argumentation vom Ergebnis. An dem Tag hat er es ernst gemeint, deshalb stelle ich auf den Tag ab. Warum kommt es auf den Tag an? Das ist völlig richtig. Sie argumentieren mir nicht was ist der relevante Zeitpunkt, versuchen wir zu klären. Und ich glaube, das Gesetz hilft uns. Der Zeitpunkt, wo er die Willenserklärung abgibt. Warum? Weil er dort quasi den Antrag über ein Angebot annimmt. Ich bin im Ergebnis bei Ihnen. Ich würde nur gerne wissen, warum. Sie beziehen sich jetzt auf die Formulierung ernstlich gemeint. Die Willenserklärung. Bei der Willenserklärung gibt es können wir immer auf zwei Zeitpunkte abstellen. Die Willenserklärung wird als gedanklicher Prozess irgendwann vorbereitet, dann wird sie abgegeben. Und dann geht sie irgendwann zu. Da wird sie eigentlich erst wirksam. Das sind zwei Zeitpunkte. Und dann gibt es noch einen Wirkzeitpunkt, wenn der andere dann annimmt, dann kommt der Vertrag zustande. Also wir können noch mehr Zeitpunkte definieren. Die Frage ist immer nur, auf welchen kommt es an? Und das Gesetz sagt es uns ganz gut. Ja, genau. Genau. Ich will Sie dahin kriegen, dass Sie genau lesen. Ja? Dass Sie sich immer diese Fragen, diese Feinheiten von den Fragen stellen, auf welchen Zeitpunkt kommt es an und dann ins Gesetz schauen und dann das Gesetz lesen. Und hier steht drin im 118, in der Erwartung abgegeben wird. Also kommt es auf diesen Zeitpunkt an. Hat er es, und jetzt können wir es zum Schluss führen, hat er an dem Tag, als er abgegeben hat, am 7.12., ist nicht ernst gemeint. Doch, weil er da noch keine Box hatte. Nein, das ist nicht die Frage. Nee, das ist ein guter Punkt, dass Sie es ansprechen. Alles, was bei uns in den Sachverhalten drinsteht, ist so. Das bildet Ihre Entscheidungsgrundlage. Ja? Wie Sie das nachweisen können, ist uns erstmal egal. Wenn wir wollen, dass Sie auf Fragen eingehen, ob das nachweisbar ist oder nicht, dann steht drin, nicht aufklärbar ist, ob. Dann lassen wir das ausdrücklich offen. Ja? Deshalb um die Frage von Beweisbarkeit, darauf, wo es immer Schwierigkeiten macht bei solchen subjektiven Merkmalen, das nehmen wir Ihnen hier immer, weil wir materielles Recht mit Ihnen machen wollen. Das andere sind dann Fragen der Beweisbarkeit, prozessual. Aber wir versuchen mit Ihnen materielles Recht erstmal zu machen, weil Sie das als Voraussetzung dafür brauchen. Und deshalb alles, was bei uns im Sachverhalt steht, ist feststehend. Als Sachverhalt. Da gibt es nichts dran zu deuteln, das ist alles so klar. Ja. Wir haben nicht den 118, hatten wir gesagt. Was haben wir denn dann vielleicht? Ich habe also den 119. Ja,
119 wäre der Irrtum. Das ist jetzt eigentlich kein klassischer Irrtum. Eher sagt er, es reut mich so ein bisschen. Aber es gibt noch einen anderen, in Anführungszeichen, Scherz. Er sagt, er hat ja nur zum Spaß mitgeboten. Ja, das ist 117, nee. Es gibt ja den Scherz oder die Spaßerklärung, bei der sie davon ausgehen, dass der andere den Mangel der Ernstlichkeit erkennt, 118. Und dann gibt es noch das Gegenteil dazu, 116. Geheimer Vorbehalt, 116, Satz 1. Eine Willenserklärung ist nicht deshalb nichtig, weil sich der Erklärende insgeheim vorbehält, das Erklärte nicht zu wollen. Da geht es also um den geheimen Vorbehalt der Nichternstlichkeit. Das könnte, wenn wir 118 ausschließen, dann haben wir allenfalls den 116 Satz 1. Aber dann ist seine Willenserklärung trotzdem verbindlich. Wenn wir ihm das abnehmen, dass er sagt, er habe nur zum Spaß mitgeboten, dann ist das aber nicht erkennbar gewesen. Und dann ist es unbeachtlich. Wir nennen das Mentalreservation. 116 Satz 1, unbeachtlich, Willenserklärung ist nicht deshalb nichtig. Er ist trotzdem daran gebunden. Deshalb sagt er gleich noch was weiteres. Aber ich hatte, glaube ich, irgendwie gesehen, es gab noch zwei Fragen. Irgendwie sich vor uns hier an sich gerade noch gemeldet. Die Annahme wirkt ja normalerweise sofort. Ja, wenn ich, also Antrag und Annahme matchen sich und dann haben Sie den Vertragsschluss. Das Ganze können Sie aufschieben, in dem Moment, wo Sie sagen, bis zum Ende der Frist. Oder Sie stellen das Ganze unter eine aufschiebende Bedingung, dann geht es. Ja, damit können Sie den Vertragsschluss, die Vertragsschlusswirkung hinausschieben. Ja, hier hatten wir eine Annahmefrist. Und dann können wir genau auf das kommen, was jetzt der letzte Satz nämlich sagt, vorsorglich widerrufe er seine Willenserklärung. Ja. Jetzt haben Sie gesagt, ja, wir können jetzt erstmal gucken, was das bedeutet und dann können wir uns die Frage stellen, macht das einen Unterschied, ob das vor oder nach Ablauf dieser Zeit bis zum 9.12. erfolgt? Was ist, machen wir mit so einem Widerruf? Er widerruft seine Willenserklärung. Was sind denn Ihre Widerrufsgründe? Wo schauen Sie hin ins Gesetz? Einmal schaue ich, wenn ich vor Zugang der Willenserklärung widerrufe, dann wäre ich Widerruf nötig. In welcher Norm sind Sie? Ja, irgendwo. 130? Ja, 130. Und zitieren Sie genau. Zitieren Sie genau, das hat einmal Absätze, dann gibt es Sätze, manchmal gibt es Nummern, manchmal gibt es sogar Halbsätze. Absatz 1, 2. Satz 2. Also, Satz 1 würde heißen, eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in welchen sie ihm zugeht. Und jetzt kommt quasi die Einschränkung oder Ausnahme. Sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen vorher oder gleichzeitig gemeint, also vorher oder gleichzeitig mit dem Zugang, ein Widerruf zugeht. Jetzt müssen wir uns kurz unterhalten, was heißt Zugang? Ja, das reicht nicht. Ich versuche es Ihnen plastisch zu machen. Wenn jemand bei Ihnen abends um Mitternacht etwas in den Briefkasten wirft, dann ist es in Ihrem Machtbereich, Ihr Briefkasten.
aber ich habe um Mitternacht noch keinen Zugang. Deshalb brauchen wir noch was mehr. Haben Sie? Stehen Sie halt Mitternacht auf? Ja, jetzt versuchen wir die beiden Punkte, die Sie gesagt haben, zusammenzuführen. Genau, also das erste ist, es muss in den Machtbereich kommen, dass Kenntnisnahme möglich ist. Das ist der erste Block. Und das zweite, die Voraussetzung, das muss erfüllt sein. Und dann bestimmen wir den Zeitpunkt der Zugangs, nämlich in dem Moment, wann Sie, als der Einwerfende des Briefs, nach den gewöhnlichen Umständen mit Kenntnisnahme rechnen dürfen. Das ist ein normativer Maßstab. Und das ist üblicherweise der Zeitpunkt, zu dem dann Briefkästen geleert werden. Ja. Wann geht denn hier diese Willenserklärung zu? Wann geht die Annahmeerklärung von K zu? Jetzt haben wir keinen Brief, den wir in den Briefkasten werfen, aber wir spiegeln das ins Elektronische. Das ist mir zu spät. Warum? Ja, jetzt haben Sie aber wieder auf die Abgabe eingestellt. Wir haben ja gerade gesagt, Abgabe und Zugang können sich verzögern. Fallen ja nicht automatisch zusammen. Also wenn ich meine Willenserklärung postalisch übermittle und sie in den Briefkasten werfe, dann gebe ich sie ab, dann geht sie in den Verkehr und dann wird sie irgendwann 2 Tage nach der Beförderung bei Ihnen eingeworfen. Also Abgabe und Zugang können auseinanderfallen. Wie sieht es hier aus? Sie meinen eine Demo, ja? Ja, aufgrund des Online-Plattform-Charakters kann man eigentlich mit dem Zugang eben dieses Gebotes innerhalb von weniger Minuten rechnen. Ja, genau. Also sobald das Gebot, wenn Sie bei eBay mal selber was zur Versteigerung angeboten haben, dann werden Sie über die Gebote benachrichtigt. Die kommen bei Ihnen in so ein Postfach. Ja? Und dann ist der Eingang im Postfach quasi synonym zu dem Einwurf in den Briefkasten. Und die Möglichkeit der Kenntnisnahme haben wir dann spätestens am nächsten Tag oder so, wenn Sie mal reinschauen. Ja? Aber jedenfalls wäre das bei uns, wenn es abgibt am 7., dann wäre es am 8. spätestens. So. Diese automatisierte Nachricht kommt ja erst nach Fristablauf am 9. Und deshalb haben wir jetzt die Situation, dass Zugang schon erfolgt ist und deshalb wir keinen Raum mehr haben für einen Widerruf nach 130 Absatz 1 Satz 2. Spielt es dafür eine Rolle, ob das Ganze vor oder nach Fristablauf passiert? Nein, weil maßgeblich ist der Zugang. eBay gibt Ihnen die Möglichkeit in den AGBs, dass Sie Ihr Gebot, glaube ich, vor der Fristablauf noch stornieren können. Ja. Aber das sind besondere Plattform-AGB, die jetzt nicht unbedingt was direkt damit zu tun haben, wie unser allgemeines Vertragsschlusssystem funktioniert. Wir können noch einen anderen Widerruf denken. Folgende hat nichts mit einem Widerruf zu tun, da geht es um Anfechtung wegen eines Irrtums. Irrtum ist ja das Abweichen der Erklärten vom Gewollten. Das haben wir aber gar nicht. Er hat ja das erklärt, was er wollte. Am 7. wollte er ja die Box erwerben. Ja, wunderschön. 312G.
Absatz 1, überschrieben mit Widerrufsrecht. Dem Verbraucher steht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht gemäß 355 BGB zu. Was heißt das, wenn Sie in den 355 BGB reinschauen? Da heißt es, wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, so sind der Verbraucher und der Unternehmer an ihre auf den Abschluss des Vertrags gerichteten Willenserklärungen nicht mehr gebunden, wenn, verkürze, fristgerecht widerrufen wurde. Also die Bindung an die Willenserklärung entfällt damit. Ist das unser Fall? Ja, also wir können das Ganze noch ein bisschen genauer machen. Im 355 steht Verbraucher und Unternehmer schon drin, aber wann haben wir das Widerrufsrecht? Wenn Sie in 312g Absatz 1 sehen, da steht nämlich nur drin, dem Verbraucher steht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht zu. Jetzt müssen Sie schauen, was ist der Fernabsatzvertrag? Und das finden Sie definiert in 312c Absatz 1. Und da haben Sie dann sowohl personelle Voraussetzungen als auch situativ. Das heißt, Fernabsatzverträge sind Verträge, bei denen der Unternehmer, da kommt der drin vor als Voraussetzung, oder eine in seinem Namen oder Auftrag handelnde Person und der Verbraucher, also brauchen wir einen Vertrag zwischen Unternehmer und Verbraucher, den wir nicht haben, für die Vertragsverhandlung und den Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwenden, es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt. Es ist schon personell Unternehmer und Verbraucher nicht unsere Konstellation. Wir haben zwei Verbraucher, die miteinander über diese Plattform kontrahieren. Deshalb scheidet auch ein Widerruf, ein sogenannter verbraucherschützender Widerruf, nach 312g Absatz 1 aus. Unsere Fallfrage, die wir klären sollen und jetzt im Wesentlichen schon beantworten haben, ist, kann V von K die Zahlung des Betrags von 80 Euro verlangen? Wie könnte Ihre Gliederung aussehen, wenn Sie versuchen, jetzt Ihre Gedanken zu ordnen und zu systematisieren, könnte man das folgendermaßen tun. Sie beginnen wieder mit dem Obersatz. Sie ergänzen dann diesen Obersatz und sagen dafür, dass der Anspruch nach 433 Absatz 2 BGB besteht, bräuchten wir einen wirksamen Kaufvertrag. Der kommt zustande grundsätzlich, und das Wort grundsätzlich ist etwas, was wir wahnsinnig gerne verwenden. Weil der Jurist hält sich immer gerne so eine Ausnahme offen. Und deshalb können Sie in der Klausur immer schön arbeiten mit grundsätzlich ist es so und dann prüfen Sie danach, ob eine Ausnahme einschlägig ist. So auch in unserem Fall. Grundsätzlich kommt der Vertrag durch zwei inhaltlich übereinstimmende Willenserklärungen zustande. Ausnahme, das Gesetz regelt uns eine abweichende Vertragsabschlussmodalität und hier kommt in Betracht die Versteigerung nach 156. Dann kommt der Vertrag nämlich ausnahmsweise zustande, konstitutiv durch den Zuschlag. Was brauchen wir aber? Hatten wir rausgearbeitet? Eine Versteigerung. Und bei der Versteigerung hatten wir 156 Satz 1 gelesen und gesehen, da steht Zuschlag als zentrales Element drin. Wir hatten auch rausgearbeitet, was Sie ab jetzt wissen, der Zuschlag ist kein bloßer Realakt, sondern eine Willenserklärung des Betreibers der Zuschlag. Ja, also nicht des Verkäufers, der die Ware eingestellt hat, sondern einer dritten Person. Das ist bei uns aber nicht der Fall, denn wir haben ja eine Auktion, untechnisch gesprochen, die dadurch stattfindet, dass wir ein Angebot haben, was versehen ist mit dem Höchstbietenden und einem bestimmten Zeitablauf. Es gibt keine konstituierende Willenserklärung von eBay.
Damit lösen wir uns also wieder aus dem System des 156 Satz 1 und wechseln zurück in das uns bekannte System der 145 folgende. Was brauchen wir? Eine Einigung. Also beginnen wir mit dem Antrag. Der Antrag könnte sein, das Freischalten der Auktionsseite oder anders gesagt, das Einstellen des Angebots. Wir können dabei drei Punkte besprechen. Der erste Punkt ist die Frage, liegen die Essentialia Negotii vor? Denn ausdrücklich genannt sind ja nur Verkäufer, Kaufgegenstand. Die anderen beiden Punkte, nämlich Käufer und Kaufpreis, sind zunächst einmal nicht bestimmt. Aber, hatten wir rausgearbeitet, sie sind bestimmbar. Es ist mit dem Wörtchen Höchstbietenden etwas vorgegeben, was wir im Zeitpunkt des Vertragsschlusses dann präzisieren können von Bestimmbarkeit auf Bestimmtheit. Und das reicht uns für die Essentialia Negotii. Zweiter Punkt, haben wir bereits zum jetzigen Zeitpunkt Einstellen des Angebots, denken Sie an die parallele Schaufenster, eBay quasi als digitales, virtuelles Schaufenster, haben wir jetzt bereits einen Rechtsbindungswillen. Sie schreiben zuerst hin, was Ihr Maßstab dafür ist, nämlich 133, 157 analog. Der Grund, warum wir gesagt hatten in dem Fall mit dem Schaufenster, dass wir eine Invitatio ad Offerendum nur angenommen haben, war zum Schutz des potenziellen Verkäufers, davor, dass zu viele Personen das Angebot annehmen und mehrere Verträge zustande kommen. Diese Gefahr der Mehrfachverpflichtung besteht hier nicht. Und deshalb sagt die herrschende Meinung und auch der BGH, jetzt bereits liegt ein Rechtsbindungswille vor. Das wird nicht einhellig so gesehen. Ja, es gibt auch die Ansicht, das sei nur eine Invitatio. Es gibt auch die Ansicht, und die hat einiges an einiges für sich zu sagen, und die Konstruktion mutet allerdings auf den ersten Blick merkwürdig an. Das Einstellen ist nicht der Antrag, sondern das Einstellen ist die Annahme antizipiert. Nämlich des Höchstbietenden, der dann wiederum seinerseits den Antrag abgibt. Wie kommt man auf diese Idee? Auf die Idee kommt man dadurch, dass Sie gelernt haben, ein Angebot ist vollständig, und zwar so vollständig, dass der Annehmende es mit einem schlichten Ja annehmen kann und damit den Vertrag zustande bringt. Wenn Sie diese Formel ernst nehmen, dann kann das, bei uns, das Einstellen der Ware bei eBay kein Angebot sein. Denn wenn der Höchstbietende nicht den Preis sagen würde, sondern nur Ja sagen würde, dann hätten wir die Essentialia Negotii nicht erfüllt. Das ist allerdings eine Mindermeinung in der Literatur geblieben, auch wenn sie gute Argumente für sich hat, und wir setzen hier bei uns mit der herrschenden Meinung weiter fort. Was wir noch klären können, nach Essentialia Negotii und Rechtsbindungswille, ist dann der finale Inhalt, nämlich bestimmt sind jetzt Verkäufer und Kaufsache. Die anderen beiden Punkte, können wir nach oben verweisen, sind bestimmbar gewesen, werden bei Vertragsschluss bestimmbar, und was Sie jetzt kennenlernen noch ist, dass wir hier eine Annahmefrist hatten. Ja, 148 sieht das ausdrücklich vor. Bei Anträgen unter Abwesenden können wir eine Annahmefrist setzen. Wir haben dann ein bindendes Angebot, kommen zur Frage der Annahme durch K und haben wieder die Frage, weil er selber sagt, er hat ja nur zum Spaß mitgeboten, ob er einen Rechtsbindungswillen hat.
Auch hier wieder, wir ermitteln das Ganze analog 133, 157. Für uns als objektiven Empfänger sähe das so aus, wie ernstlich gemeint. Dass er aber sagt, es ist nicht ernstlich gemeint gewesen, ist verborgen geblieben. Und dann sind wir bei einer Mentalreservation 116 Satz 1, die unbeachtlich ist. Und damit haben wir einen Antrag, eine Annahme und dementsprechend einen wirksamen Vertrag. Unser Anspruch auf Kaufpreiszahlung in Höhe von 80 Euro ist damit entstanden. Wir können uns jetzt noch fragen, letzter Abschnitt im Sachverhalt, ob der Anspruch wieder erloschen ist durch den Widerruf, der ins Spiel gebracht wurde. Ja. Wir können abstellen, ich habe das hier gemacht mit 312g Absatz 1, wir bräuchten dann den Fernabsatzvertrag dafür. Ich habe hier oben das nur als Sprechblase eingefügt, den 130 Absatz 1 Satz 2, den könnten Sie auch mit reinschreiben in Ihre Lösung. Der ist allerdings, wenn Sie ihn konkret anwenden mit dem Zugang, relativ offensichtlich ausscheidend. Fernabsatzvertrag, den bräuchten wir dafür. Nach herrschender Meinung braucht es ist nicht erforderlich, dass der V als potenzieller Unternehmer selbst dieses Vertriebssystem hat, sondern es kann auch von einem Dritten, in unserem Fall eBay, bereitgestellt werden. Entscheidend für uns, dass die personellen Voraussetzungen für das Widerrufsrecht, das nennen wir deshalb verbraucherschützendes Widerrufsrecht, weil wir davon ausgehen, dass der Verbraucher bei Fernabsatzverträgen in einer unterlegenen Situation ist. Es gibt jetzt Leute, die das beschreiben als strukturell unterlegen oder ähnliches. Lassen Sie solche halb mystischen Begriffe weg. Warum ist man bei einem Fernabsatzvertrag in Anführungszeichen unterlegen im Vergleich zu einem Präsenzgeschäft? Wenn Sie bei einem Präsenzgeschäft in den Laden gehen, sich die Ware angucken, dann haben Sie ein haptisches Gefühl. Dann wissen Sie, was Sie kaufen. Sie haben es schon mal angefasst. Das finden Sie ganz faszinierend bei Kleinkindern. Wenn Kleinkinder sagen, sie wollen gucken, dann gucken Kleinkinder nicht mit den Augen, sondern Kleinkinder gucken so, nämlich mit Anfassen. Und so funktionieren wir, wenn es um Kaufentscheidungen geht, im Erwachsenenalter auch meistens noch. Deshalb, Sie haben einen Nachteil, der dadurch entsteht, dass Sie von der Ware räumlich getrennt sind. Sie können nicht anfassen. Und das ist Ihr, in Anführungszeichen, Informationsdefizit, was Sie haben. Und deshalb versuchen wir das auszugleichen rechtlich dadurch, dass sobald Sie die Ware anfassen können, weil Sie die Ware bekommen haben, Sie jetzt wieder rufen dürfen und sich damit wieder von Ihrem Vertrag lösen können. Keine Meldung? Okay. Bei uns aber nicht der Fall, weil wir kein Unternehmer-Verbraucher-Verhältnis haben. Letzter Punkt. Hier sehen Sie jetzt schön diesen Dreischritt, den Sie in den AGs schon besprochen haben, dass wir nämlich immer prüfen können, von der Systematik her, Entstehung des Anspruchs, kein Erlöschen und dann die Frage der Durchsetzbarkeit. Frage der Durchsetzbarkeit wird bei uns deshalb relevant, weil wir es beim Kaufvertrag mit einem gegenseitigen Vertrag zu tun haben und deshalb ist geschuldet die Kaufpreiszahlung nur Zug um Zug gegen Erhalt der Kaufsache. Und diese Zug-um-Zug-Abwicklung regelt Ihnen 320 und 322 BGB. Der verknüpft Leistung und Gegenleistung bei einem sogenannten gegenseitigen Vertrag, und das ist der Kaufvertrag vor allem. Wer aus einem gegenseitigen Vertrag, heißt es in 320 Absatz 1 Satz 1, verpflichtet ist, kann die ihm obliegende Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung grundsätzlich mal verweigern, es sei denn, dass er zu einer Vorleistung verpflichtet ist. Wenn wir diese Ausnahme, eine Vorleistungsvereinbarung bei den Parteien nicht haben, erfolgt die Leistung Zug um Zug,
Also das ist der Leistungsaustausch Zug um Zug. Das heißt also, der eine gibt Geld hin mit der rechten Hand und empfängt mit der linken Hand die Ware. So können Sie sich das bildlich vorstellen. Das Ganze gilt aber nicht automatisch, sondern es steht drüber Einrede. Und Einreden als Verteidigungsrechte muss man geltend machen, man muss sie erheben, also erklären. Und wenn das erfolgt wird, dann ist der Anspruch entstanden, er ist nicht erloschen, aber er ist nur Zug um Zug durchsetzbar. Das wäre unser Ergebnis zu dem ersten Fall von heute. Gibt es Fragen dazu? Dann schauen wir auf den zweiten Fall. Unser Hamburger bzw. Dresdner Parkplatzfall. Wir haben die A. Die A fuhr mit ihrem Pkw auf einen städtischen gebührenpflichtigen Parkplatz und erklärte dem verdutzten Wächter, also das ist etwas, was man wirklich selten heute noch findet, dass da einer an der Einfahrt sitzt oder steht. Erklärte dem verdutzten Wächter vor der Einfahrt ausdrücklich, dass sie keinen Vertrag schließen will und deshalb auch nichts bezahlen will. Auf die ebenfalls, also durch die Anwesenheit des Wächters, angebotene Bewachung ihres Autos würde sie ebenfalls verzichten. Die Frage ist, ist unsere A zur Entrichtung des Parkentgelts verpflichtet? Der Sachverhalt ist, glaube ich, sehr einfach und eingängig. Wir haben keinen Kaufvertrag, sondern wenn Sie Ihr Auto auf einen Parkplatz abstellen, dann nutzen Sie ein Fleckchen Erde auf bestimmte Zeit. Und das ist ein Mietvertrag. Und deshalb können wir uns fragen, ob ein Mietvertrag über diesen Parkplatz zustande gekommen ist. Und für das Zustandekommen von Mietverträgen gilt dann der allgemeine Teil des BGB, also unsere Regeln über den Vertragsschluss, genauso wie für den Kaufvertrag. Also brauchen wir wieder zwei wirksame und inhaltlich übereinstimmende Willenserklärung. Wie sieht es damit aus? Wir hatten eben in dem ersten Fall, den wir besprochen haben, gesagt, bevor wir auf die 145 gekommen sind, haben wir Versteigerung gehabt. Als alternatives Vertragsschlusssystem. Bevor wir hier jetzt im Kern einsteigen und auf die Willenserklärung schauen, können wir uns doch auch fragen, gibt es auch hier ein alternatives System. Stellen Sie sich vor, wir spielen den Fall nur ein bisschen anders. Sie ziehen eine neue Wohnung ein. Was machen Sie als erstes? Naja, es ist dunkel. Also um die Jahreszeit auch. Das heißt also, Sie nehmen irgendeine Lampe, stecken den Stecker in die Steckdose. Meistens geht das Licht. Haben Sie vorher oder in dem Moment einen Vertrag abgeschlossen über Strombezug? Eigentlich haben Sie noch nie darüber nachgedacht. Das Einstecken eines Steckers in die Steckdose, würden Sie doch aber wahrscheinlich sagen, ist ein reiner Realakt. Wenn Sie in der Wohnung dann um die Ecke gehen und den Wasserhahn anmachen, kommt Wasser raus. Haben Sie einen Vertrag geschlossen mit den Stadtwerken? Das könnte man sich überlegen, ja, ob man sagt, eine Willenserklärung, die jetzt nicht mündlich gesprochen erklärt wird oder geschrieben wird, aber durch Handeln erfolgt, also stillschweigend oder konkludent oder schlüssiges Handeln, ist auch so eine Ausdrucksweise. Das ist eine Möglichkeit für Willenserklärung. Aber dann sind wir wieder im System der Willenserklärung. Sie können noch etwas anderes machen. Es gibt noch eine Lehre vom sozialtypischen Verhalten oder alternativ bezeichnet auch als vertragstypisches Verhalten.
Sie begehen insbesondere im Massenverkehr eine Handlung, die, und deshalb heißt es so, die eine soziale Handlung ist eigentlich, also keine, die wirklich so als rechtsgeschäftliche Handlung ist, rein soziales Verhalten. Was aber, und daher kommt dann der Begriff vertragstypisches Verhalten, die aber so aussieht, als würden sie einen Vertrag schließen. Es kommt aber nicht darauf an, ob sie die Rechtsfolge, und das ist der entscheidende Unterschied zur Willenserklärung, es soll nicht darauf ankommen, dass sie die Rechtsfolge wollen, sondern es soll ausreichend sein, dass es so aussieht, dass es vertragstypisch ist. Wir stellen also auf einmal nicht mehr auf ihren individuellen Fall ab, sondern wir schauen, ob es typisch ist. Das heißt, wenn wir dem folgen würden, würde der Vertrag zustande kommen, dadurch, dass der Parkplatz existiert und sie diesen Parkraum bewusst in Anspruch nehmen. Ja. Die Frage ist ja immer, warum? Ich stelle sie Ihnen ja erstmal gerade nur vor. So. Jetzt können wir uns zwei Dinge fragen. Das eine ist für Sie als Background-Wissen und das zweite ist für Sie als Klausurwissen. Das erste ist die Frage, wo kommt das eigentlich her? Und dann erklären, verstehen Sie, warum dieser Hamburger Parkplatzfall eine etwas zweifelhafte Historie hat. Diese Lehre vom sozialtypischen Verhalten hat insbesondere, und das nehmen Sie jetzt mit als historischen Background, diese Lehre vom sozialtypischen Verhalten hat insbesondere eine Vergangenheit in der NS-Zeit. Es gab damals die Bestrebung, aus dem BGB die Elemente, die wir aus dem römischen Recht hatten, zurückzudrängen oder so ganz rauszunehmen. Das war damals eine der wesentlichen Aufgaben, zumindest im BGB AT, die die Akademie des deutschen Rechts damals bekommen hatte. Und dazu zählte das. Es gab damals eine Gruppe von ein paar Wissenschaftlern, zu der unter anderem ein Herr Sieber gehörte. Und Herr Sieber hat einen Fall gebildet, der darin bestand, oder der hat sich tatsächlich abgespielt, dass jemand mit einem Flugzeug gelandet ist auf einem Flughafen, einem relativ kleinen Regionalflughafen. So viel Flugverkehr gab es damals an den Stellen noch nicht wie heute. Und vorher gab es keinen Vertragsschluss über die Nutzung und ein Entgelt für die Lande- und Startbahn. Aber er ist trotzdem gelandet. Und dann war die Frage, wie kommt nun dieser Flughafenbetreiber an ein Entgelt dafür? Und dadurch ist das entstanden. Es ist also etwas, wo man gesagt hat, man bietet es an, es existiert, also Angebot, Kraft, Existenz. Und der andere nutzt es. Und damit sind sie abgerückt von dem alten römisch-rechtlichen System, dass Verträge nur durch Willenserklärungen zustande kommen können. Was übrigens auch bei der Versteigerung der Fall ist. Denn der Zuschlag ist eine Willenserklärung. Das wäre eine echte Ausnahme. Das ist der historische Hintergrund. Das Ganze finden Sie auch dann nationalsozialistisch konnotiert unter dem Begriff des faktischen Vertrags. Die Frage für uns aber im geltenden Recht ist, passt das zu unserem Gesetz? Jetzt haben Sie schon gesagt, es wird abgelehnt.
Warum? Nicht nur aufgrund seiner historischen Vergangenheit. Sondern es wird aus klaren Gründen abgelehnt, die auch überzeugend sind. Dann können Sie die gleichen Ergebnisse erzielen mit konkludenten Willenserklärungen. Deshalb kann man sagen, es ist überflüssig. Das ist durchaus ein Ansatz. Wenn Sie allerdings eine Person haben, die in ihrer Geschäftsfähigkeit eingeschränkt ist, dann geht es nicht mehr. Dann kommen Sie zu anderen Ergebnissen. Der entscheidende Unterschied ist noch ein anderer. Und da wollte ich Sie noch darauf hinweisen. Bitte. Ja. Ja, es gibt ganz viele Dinge, die nicht im Gesetz stehen. Also das würde noch nicht ausreichen, aber im Gesetz steht meines Erachtens das Gegenteil. Und das ist entscheidend. Schauen Sie mal in 311 Absatz 1 BGB. Der Abschnitt ist überschrieben mit Schuldverhältnisse aus Verträgen. Und 311 sagt jetzt rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse. Aber wir sind bei rechtsgeschäftlich. Absatz 1. Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines Schuldverhältnisses ist ein Vertrag erforderlich. Und dann geht es weiter, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt. Das heißt also, wir haben im Gesetz in 311 Absatz 1 niedergelegt, dass ein Vertrag wie zustande kommt? Durch Willenserklärung. Soweit nicht das Gesetz etwas anderes vorschreibt, und zwar durch Willenserklärung der Beteiligten. Der 156, den wir im ersten Fall hatten, ist eine Ausnahme, weil er kommt zustande durch eine Willenserklärung eines Dritten. Jetzt haben Sie völlig zu Recht gesagt, die Lehre vom sozialtypischen Verhalten steht nicht im Gesetz, also gilt was? 311, der erste Teilsatz von Absatz 1, nämlich das Vertragsprinzip. Ein Vertrag kommt zustande durch Willenserklärung und nicht durch ein sozial- oder vertragstypisches Verhalten. Und dementsprechend können Sie sagen, diese Lehre ist mit unserem Gesetz, konkret 311 Absatz 1, nicht vereinbar. Und jetzt können wir die Probe aufs Exempel machen und uns fragen, ob wir denn mit unserem Vertragssystem, also Anwendung der 145 folgende, zum gleichen Ergebnis kommen. Das erste wäre dann die Sache, dass wir ein Angebot des Parkplatzbetreibers prüfen müssen. Ja. Da können wir wieder sagen, die Partei des Mieters ist unbestimmt, denn es steht ja nur ein Parkplatz im Gelände. Der ist aber bestimmbar, denn er wird ja allen Personen angeboten, die auf diesen Parkplatz einfahren. Also richtet sich der Parkplatz an alle, die ihn benutzen können im Straßenverkehr, die Autofahrer, die Motorradfahrer und so weiter. Allerdings unter der Bedingung natürlich der erschöpfbaren Kapazität, also dass ein freier und betriebsbereiter Parkplatz vorhanden ist. Die Hauptproblematik besteht darin, ob A dieses Angebot angenommen hat. Und jetzt können wir sagen, naja, irgendwie ist das Ganze etwas schwierig, denn es ist widersprüchlich. Zum einen haben wir etwas, sie fährt auf den Parkplatz und das sieht aus wie eine konkludente Annahme, also eine Erklärung durch schlüssiges Verhalten, wenn sie den Mund gehalten hätte. Sie hat aber gesagt, sie will keinen Vertrag schließen, also ausdrückliche Erklärung genau des Gegenteils, wenn wir beide voneinander trennen. Handlung und Aussage. Was machen wir mit so einer Erklärung, die widersprüchlich ist? Es könnte sein, bitte. Nein. Gehen Sie nicht gleich auf den. Im 242 steht bei mir nichts drin von widersprüchlichem Verhalten.
Bei Ihnen hoffe ich auch nicht, sonst hätten wir nicht das gleiche Gesetz. Wir können den schon dann mit berücksichtigen, aber machen Sie das nicht gleich. Wir haben erstmal ein widersprüchliches, in sich widersprüchliches Erklärungsverhalten. Und in dem Fall der Widersprüchlichkeit kann es sein, dass eine Erklärung nichtig ist. Wir sprechen dann von Perplexität. Aber diese Nichtigkeitsfolge tritt nur ein, wenn wir den Widerspruch inhaltlich nicht auflösen können. Also ein unauflösbarer Widerspruch inhaltlich heißt Perplexität, Willenserklärung ist nichtig. Der Rechtsverkehr kann damit, umgangssprachlich gesagt, nichts anfangen. Die Frage für uns heißt jetzt also, können wir diesen Widerspruch auflösen? Weil eine der beiden Erklärungen, Handlung oder Aussage, im Vordergrund steht. Und jetzt kommen wir zu der Frage, ja, was geben Sie denn jetzt dem Vorzug? Aber sie hat ja dabei gesagt, ich will keinen Vertrag. Das erfolgt ja zur gleichen Zeit. Kostenpflichtig ist. Ja, aber so einfach machen es die Leute eben nicht immer. Warum nehmen Sie nicht, sie sagt doch ganz klar, sie will nicht. Warum geben Sie nicht der ausdrücklichen Aussage, die es doch eindeutig erklärt, den Vorrang? Ja. Und eine Annahme ja eigentlich nur entsteht, indem man dem zustimmt. Ja, aber sie sagt ja nein. Aber sie ist trotzdem auf dem Parkplatz gefahren. Genau. Mit dem Punkt des widersprüchlichen Verhaltens hätte ich, das ist typischerweise der Fall, also widersprüchlich, wenn ich in zeitlichen Abfolge erst A sage und danach sage nicht A. Dann ist es widersprüchlich. Das ist der klassische Fall. Hier ist es aber auch widersprüchlich im gleichen Moment. Jetzt können Sie aber nur, dass sie sagt Nein, ohne dass sie reinfährt, sich nicht vorstellen. Aber das Reinfahren macht sie ja auf jeden Fall. Jetzt versuchen wir es doch mal anders zu lösen. Auf die Frage, was dominiert? Sie hat sich noch gemeldet. Und dann macht sie ein Gegenangebot bei Ihnen nach 150 Absatz 2. Und dann ist kein Vertrag zustande gekommen. Ist auch schwer. Ist also auch schwer vorstellbar. Ich bin im Ergebnis bei Ihnen, für mich dominiert auch das Einfahren in den Parkplatz. Ich würde nur noch gerne ein bisschen genauer herausarbeiten, warum. Also für mich ist das ja so, so sehe ich das zumindest, dass die objektive Erklärung der Frau nicht mit dem subjektiven inneren Willen, also auf dem Parkplatz, übereinstimmt. Ja, sie erklärt, das Problem ist ja, sie erklärt ja beides. Genau. Sie erklärt ja, ich fahre drauf und ich will keinen Vertrag. Ja, können Sie auch überlegen. Können Sie auch überlegen, aber falsa demonstratio ist ja eher der Fall, dass Sie was Falsches sagen. Sie sagt ja das, was sie will. Sie sagt ja nein. Nur sie sagt, durch schlüssiges Handeln, einfahren, auch sieht es für einen objektiven Empfänger so aus, sie will. Es gibt ja bestimmte Verfahrensformen, wo der
verpflichtet ist, diesen Vertrag abzuschließen? Das haben wir hier nicht. Wir haben keinen Kontrahierungszwang. Kontrahierungszwang haben wir in meinen Beispielen mit Strom und mit Wasser aus dem Wasserhahn bei sich zu Hause in der neuen Wohnung. Gehen Sie mal hier auf, überlegen Sie sich mal die Situation zu Ende. Sie fährt auf den Parkplatz, sagt beim Einfahren nein. Wie geht es denn jetzt weiter? Beschreiben Sie mir doch mal nur rein tatsächlich, wie es weitergeht. Genau, also das Auto wird abgestellt, der Zündschlüssel wird abgezogen und sie verlässt das Auto, weil sonst hätten wir kein Parken. So. Können Sie aus diesem erweiterten Vorgang rausfiltern, warum man sagen kann, das überwiegt gegenüber dieser Aussage, nein, ich will keinen Vertrag? Auch ein gutes Argument. Ja, aber wollte sie ja nicht. Aber sie wollte ja dastehen, ohne was zu bezahlen. Für mich ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, warum ich dem, das klingt sehr komisch, weil sie sagen, ich erkläre ja ausdrücklich nein und handle konkludent anders. Und jetzt sagen wir, das Konkludente überwiegt gegenüber dem Ausdrücklichen. Für mich deshalb, weil das konkludente Handeln hier nachwirkt. Ich fahre hin, ich sage einmal nein und dann fahre ich, nachdem ich diese Schranke da passiere, weiter, stelle das Auto ab und entferne mich. Und damit habe ich doch eine punktuelle, in einer Sekunde getätigte Aussage zu einem fortwirkenden Inanspruchnahme der Leistung. Fortwirkenden Verhalten. Und deshalb dominiert für mich das Einfahren und Abstellen als Einheit gesehen des Fahrzeugs, das konkludente Verhalten gegenüber der Aussage. Sehr schönes Argument noch in Ergänzung dazu ist, der Parkwächter kann ja wechseln. Auch da ist es so, das muss nicht unbedingt weitergegeben werden. Also, deshalb wäre meine Sache und der BGH begründet das mit in der Tat dem widersprüchlichen Verhalten in der gleichen Zeit und sagt, das Einfahren die ausdrückliche Erklärung ist unbeachtlich, weil eben das Einfahren als Handlung überwiegt und vor Ort das Parken nur gegen Entgelt möglich ist. Das können Sie aber auch anders sehen. Ja, Sie können auch sagen, nein, wenn sie ausdrücklich Nein sagt, dann gilt das Nein, weil die ausdrückliche Erklärung die Konkludente verdrängt. Und dann sind Sie mit einer Literaturmeinung da, dass es dann keinen Vertrag gibt. Und dann hätte der Parkplatzbetreiber nur gesetzliche Ansprüche, weil wir dann einen Realakt haben, Nutzung des Parkplatzes, der belegt wird und nicht durch andere Personen in der Zeit belegt werden kann, die bereit wären, einen Vertrag zu den Konditionen zu schließen. Und dann gibt es gesetzliche Ersatzansprüche, insbesondere aus Bereicherungsrecht. Nach herrschender Meinung kommen Sie dazu, dass der Vertrag hier aufgrund des schlüssigen Verhaltens zustande gekommen ist. Das, was mir wichtig ist an diesem Fall, ist, dass Sie die Widersprüchlichkeit der Erklärung erkennen. Dass Sie das Institut dieser Perplexität, die Nichtigkeitsfolge hat, kennenlernen und dann argumentieren, welches der beiden Verhalten überwiegt. Das Ausdrückliche oder das Konkludente. Und wenn Sie der herrschenden Meinung folgen, lautet Ihr Ergebnis, dass Sie zur Zahlung des Parkentgelts aus dem Mietvertrag verpflichtet ist. Die entsprechenden Fundstellen hier auch, die haben wir noch relativ neu herausgesucht, das sind vor allem die eBay-Fälle, haben wir Ihnen hier aufgelistet. Das andere ist ein Klassiker, den Sie in jedem Lehrbuch nachlesen können. Haben Sie Fragen dazu? Wenn das nicht der Fall ist, danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
und wir sehen uns dann am Montag bereits wieder. Bis dahin ein schönes Wochenende und die neuen Fälle stellen wir Ihnen heute im Laufe des Nachmittags noch zur Verfügung zur Vorbereitung.